Hi Leute und willkommen zu einer Folge von dem Format ohne Namen. Wow, ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Abonniert gerne meinen Kanal und liked das Video und schreibt einen Kommentar, weil das hilft mir sehr. Und ja, macht's euch gemütlich, holt euch einen Tee, denn der Tee ist hot. Spaß, ich möchte heute den Tee spillen. Denn ich habe gesehen, momentan ist Coachella, okay? Und Coachella, finde ich, ist so einer der Inbegriffe von Social Media ist fake. Und deswegen möchte ich heute mal über Social Media sprechen, über meine Erfahrungen, über die Vor- und Nachteile auf Social Media, über vielleicht Dinge, die ich schon erlebt habe auf Social Media oder auch in der Social Media Influencer Bubble. Alles rund um das Thema. Und ich hoffe, euch interessiert das Thema, denn ich glaube, es ist eigentlich ganz cool. Und ich glaube, es ist ganz cool, auch die Perspektive zu hören von jemandem, der eigentlich damit Geld verdient und trotzdem ein sehr kritischen Blick auf das Ganze hat. Ich möchte am Anfang einmal sagen, ich bin sehr dankbar für das, was ich machen darf. Also es geht gar nicht darum, dass ich sage, ich möchte das nicht machen oder ich finde es alles scheiße. Ich finde nur, dass auch wenn man damit arbeitet und gerade wenn man damit arbeitet, man auch einen gewissen Abstand dazu nehmen muss und auch einen gewissen negativen Blick darauf braucht, weil sonst rutscht man, glaube ich, ganz schnell in so eine Bubble rein, so, oh mein Gott, ist halt nur das Internet, ne? Deswegen möchte ich euch heute mal so ein bisschen mitnehmen und ich würde mal sagen, wir fangen an mit meinem Ranking von meinen Plattformen, weil ich möchte meine Plattform ranken, weil ich habe ein bisschen was zu den einzelnen Plattformen zu sagen und ich muss mal ein bisschen lästern. Ich ranke jetzt für euch Snapchat, weil Snapchat ist einfach da, TikTok, YouTube und Instagram. Also, auf Platz 4 ist TikTok. Gar nicht, weil ich den Inhalt nicht cool finde oder weil ich, keine Ahnung, die Plattform an sich nicht mag, sondern ich mag nicht, wie miteinander darauf umgegangen wird und ich mag vor allem nicht, wie toxisch TikTok von den Reichweitenverhältnissen ist, weil TikTok ist sehr algorithmusgesteuert und TikTok kann einen sehr hart auseinandernehmen, weil das eine Video kann 200.000 Aufrufe haben, das nächste kann 10.000 Aufrufe haben und es ist zum Teil sehr ungesund, weil man daran sehr schnell so seinen Selbstwert ausmacht. Und deswegen mag ich TikTok nicht. Und außerdem sind auf TikTok sehr viele weirde alte Männer. Und ich hasse alte Männer. Also nicht böse gemeint, aber ja, ich kann nichts auf TikTok posten, ohne mindestens 5 alte Männer in meinen Kommentaren zu haben. Und das lässt mich nicht sehr wohlfühlen. Und ja, auf TikTok sind die Leute manchmal echt gemein. Ist nicht die einzige Plattform, das sage ich nicht. Auf Platz 3 ist Snapchat. Ich mag Snapchat nicht, okay? Erstens, weil ich irgendwie diese neue Funktion, dass da so Leute so ihr Leben teilen, komisch finde. Ist euch mal aufgefallen, dass immer das letzte Bild in der Story irgend so ein ganz aufreißendes Bild ist, damit die Leute auf die Story klicken und dann so sich so 100 Sequenzen angucken, wo die Leute einfach nur Shit teilen? Verstehe ich nicht. Machen die Leute nur, weil man auf Snapchat ganz viel Geld verdient? Also, ich glaube, sehr viel, habe ich gehört. Ich mache es nicht. Und ja, und außerdem mag ich Snapchat nicht als Plattform zur Kommunikation, denn Snapchat ist sehr toxisch. Ich hatte ganz lange kein Snapchat mehr, habe mir es dann irgendwie dann neulich mal wieder so ein bisschen angeeignet und habe gemerkt, dass es sehr toxisch ist, weil mit diesem scheiß Standort und Snapscore, alter Snapscore. Ab irgendeinem Punkt habe ich wieder angefangen, Snapscores aufzuschreiben, okay? Und das möchte ich nie wieder machen. Deswegen habe ich vorgestern Abend Snapchat deaktiviert und in 30 Tagen wird mein Account gelöscht. Woo, ich freue mich, ich hasse Snapchat und deswegen bin ich sehr froh, dass es weg ist. Auf Platz 2 ist YouTube. Ihr, weil ich mag YouTube sehr. Nein. Auf Platz 2 ist Instagram. Ich mag Instagram am liebsten für so meinen Daily Content, weil ich habe so das Gefühl, da ist alles irgendwie noch so ein bisschen aesthetically pleasing und das mag ich schon. Trotzdem finde ich, dass auf Instagram zum Teil ein sehr falsches Bild vermittelt wird, weil halt die Eindrücke so klein sind und weil es gerade halt so perfekt dargestellt wird. Deswegen mag ich auch Stories sehr gerne, weil man da irgendwie so ein bisschen so noch mehr teilen kann. Und ich mag, dass man auf Instagram irgendwie auch so in Kontakt tritt mit anderen Leuten. Also zum Beispiel auf TikTok habe ich so vor 2 Monaten entdeckt, dass man DMs schreiben kann. Und auf Instagram bin ich auch relativ aktiv in meinen DMs und so. Und ich mag irgendwie den Austausch mit super vielen Mädels vor allem. Und das Einzige, was ich manchmal ein bisschen nervig finde, ist, dass TikTok-Real-Kommentare, sobald was viral geht, hammer-hardcore-toxisch sind. Aber trotzdem ist es einer meiner Lieblingsplattformen und auf Platz 1 ist YouTube, weil YouTube ist einfach die coolste Plattform, weil
die Leute sind erstens nett und zweitens, wenn die Leute einen Kommentar schreiben, der vielleicht nicht nur nett ist, dann ist es meistens konstruktiv, weil halt eben man sich Zeit nimmt, um Videos zu gucken und man sich erst gar nicht die Zeit nimmt, ein 20-Minuten-Video zu gucken, wenn man die Person eh Hammer-Hardcore-Scheiße findet. Gibt es bestimmt auch, aber ich finde so grundsätzlich auf YouTube die Kommentare sehr nett. Ich mag YouTube, ich gucke super viel YouTube, also ich gucke mehr YouTube als Netflix. Und was ich auch gerne mag, ist halt für mich als selber Produzierende, dass es halt so, man so ein fertiges Ergebnis hat und dass da halt so richtig viel Arbeit reinsteckt, weil ein Reel habe ich in so 3-4 Stunden gemacht und ein YouTube-Video, da sitze ich schon echt ein bisschen dran und das mag ich und das habe ich Spaß dran und deswegen mag ich auch gerade so zum Hochladen YouTube sehr gerne und das ist mein Ranking. TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. Woo. Wolltest du schon mal eine Plattform löschen? Wenn du eine löschen müsstest, welche? Also Snapchat ist schon deaktiviert, aber wenn wir jetzt mal Snapchat rausnehmen, dann ist es TikTok, einfach aus dem Grund, weil TikTok, mir macht TikTok Spaß, aber ich darf mir keine Kommentare auf TikTok angucken, weil mich machen die Kommentare auf TikTok manchmal sehr wütend und sehr traurig auch, weil ich mit Hate nicht so gut umgehen kann. Ich nehme mir alles sehr viel zu Herzen und habe immer so das Gefühl, scheiße, ich muss so sein, dass niemand was auszusetzen hat. Und es ist halt einfach faktisch nicht möglich. Auf TikTok sind es gerade die alten Männer, die immer was zu sagen haben. Oder zum Beispiel auch diese ganzen Papi-zahlt-Kommentare, die mich immer sehr wütend machen, weil ich mir so denke, ich kriege keinen Cent von meinen Eltern gezahlt. Und wenn, wäre auch nicht schlimm. Aber ja, so TikTok nervt mich manchmal schon. Aber ich würde keine Plattform löschen, weil ich finde, jede Plattform hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass ich so auf jeder Plattform so ein bisschen anders sein kann, wenn man das versteht. Also auf Instagram bin ich sehr ästhetisch oder sehr so, keine Ahnung, so, es macht Sinn. Auf TikTok laber ich einfach nur ganz viel Zeug. Da bin ich eher so ein bisschen so silly me, auch wenn ich nicht lustig bin. Und ich weiß, dass ich nicht lustig bin, weil ich weiß, dass ich die einzige Person bin, die mich lustig findet. Und YouTube ist so ein bisschen mehr, wo ich so mehr in Themen einsteigen kann und so ein bisschen deeper werden kann und so halt auch über so Sachen wie Mental Health und so reden kann und ich das Gefühl habe, so ich kann so ein bisschen mehr von mir teilen. Aber das ist halt generell so dieses Thema, wenn man was ins Internet stellt und wenn man gerade auch was von sich preisgibt, dann muss man damit rechnen, dass Leute halt nicht nur nett darauf reagieren. Und ich tue mich damit zum Teil sehr schwer, weil ich manchmal gar nicht so richtig drüber nachdenke. Zum Beispiel war das bei meinem letzten YouTube-Video so, dass ich einen Kommentar dazu bekommen habe, dass ich zu viel Alkohol trinke. Und mir ist dann nochmal klar geworden, dass ihr natürlich nur so viel seht, wie ich euch zeige. Und das muss man auch lernen und das lerne ich gerade, indem ich mich mehr auch öffne, weil ich zum Beispiel ja ganz lange gar nicht gezeigt habe, dass ich überhaupt irgendwas anderes mache als stricken und lesen. Und ich aber auch gemerkt habe, ich muss ein bisschen mehr ich selber sein und alle Seiten von mir zeigen, weil sonst macht mich das kirre. Ich kann mich nicht gut verstellen, ich kann mich nicht gut auf Social Media verstellen. Wenn mich was beschäftigt, dann beschäftigt es mich und dann muss ich auch irgendwie drüber reden und dann möchte ich es auch teilen. Ist vielleicht ein bisschen Oversharing, aber ich glaube, dadurch kann ich auch ehrlich zu mir selber bleiben. Und gleichzeitig muss man dann halt immer gucken, wie viel man teilt und was man teilt, damit man halt irgendwie trotzdem noch, irgendwie so den Mittelweg findet zwischen ich kann es niemandem recht machen und ich werde es niemandem, also nee, ich kann es niemandem, ich kann es nie allen recht machen, aber ich kann es wenigstens versuchen, ansatzweise recht zu machen. Und das war aber so ein Kommentar zum Beispiel, der mich beschäftigt hat, weil ja, mir das klar geworden ist, dass ich vielleicht auch nicht alles richtig auf Social Media mache und dass das vielleicht falsch war, faktisch einfach, und dass ich das lernen muss. Bereust du manchmal so sehr, in der Öffentlichkeit zu stehen? Ich würde sagen, für mich, ich vergesse oft, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, ansatzweise, weil ich lebe ein total normales Leben. Also ich glaube, da kommt das mal wieder auch zurück auf Coachella. Ihr seht, ich mache schon die ein oder anderen Trips immer wieder, aber ich lebe eigentlich so, mein Alltagleben ist wie ein ganz normales Leben. Ich arbeite einfach. Ich arbeite von 8 bis 17, 18 Uhr. So, das ist mein Alltag. Und manchmal arbeite ich auch noch nachts, wenn ich nicht fertig bin. Und mein Leben ist nicht nur Highlife und jeden Tag auf dem Event und da was und hier was und keine Ahnung was. Und deswegen fühle ich mich manchmal nicht so, als ob ich in der Öffentlichkeit stehe. Und gerade weil ich ja nicht in Deutschland wohne, werde ich auch nicht so oft erkannt. Also ich werde schon ab und zu wirklich erkannt. Also mehr, als ich gedacht hätte. Aber tendenziell weniger. Und ich finde das sehr entspannt, weil ich mag super gerne, wenn mich Leute erkennen, aber es ist ganz schnell auch so ein Gefühl davon, oh mein Gott, jeder guckt mich an. Und damit hatte ich in Hamburg manchmal echt ein bisschen zu strugglen. Und da ich eh ein bisschen
paranoid bin und ja, die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht habe mit meinen Adressen und Leuten vor meiner Tür und Geschenke, die ich nicht haben wollte und Briefe, habe ich für mich gemerkt, dass es mir am besten tut, wenn ich mich so ein bisschen aus der Bubble raushalte und aus so das wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Also ich habe ja auch keine Freunde in dem Sinne, die Social Media machen. Also ich kenne natürlich einige und ich verstehe mich auch mit ganz vielen ganz gut, so die auch Social Media machen. Aber ich habe jetzt nicht so enge Freunde, die das auch machen. Und ich mag das auch sehr gerne, weil ich einfach dadurch ein ganz normales Leben lebe und nicht so ein Social Media Bubble Leben und ab und zu mal irgendwie auf Events gehe und keine Ahnung was. Normales Leben ist natürlich in Anführungszeichen gesetzt, weil ich natürlich dadurch, dass ich Social Media mache, sehr privilegiert bin, so in sehr vielen Bereichen. Aber ja, deswegen, ich bereue es nicht. Es ist natürlich schon, man muss sich immer bewusst sein, okay, was in der Öffentlichkeit oder was im Internet ist, ist im Internet. Ich muss aber sagen, dass ich wenig bereue, was ich jemals gepostet habe, weil ich glaube, dass ich erstens einfach auch dazu stehen möchte, was ich denke und was ich fühle. Und zum Beispiel, ich habe ja vor, 2 Jahren dieses Alleinsein-No-Party-Mensch-Video gepostet und das hat ja bisschen Aufmerksamkeit bekommen und ich bereue das nicht, dass ich das gepostet habe, auch wenn ich es ein bisschen cringe finde und ich es mir vielleicht jetzt nicht mehr angucken würde. Ich bereue es nicht, weil ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden und ich glaube, es ist gerade wichtig, darüber zu reden, wenn man Social Media macht und wenn man ja die Möglichkeiten hat, zu erzählen, wie man sich fühlt, weil halt, glaube ich, ganz viele immer denken, man ist alleine damit und man ist halt nicht alleine damit. Aber man sieht es halt auch ganz oft auf Social Media nicht, dass andere Leute mit ähnlichen Dingen strugglen. Und deswegen bereue ich eigentlich nichts, was ich in die Öffentlichkeit gestellt habe oder dass ich überhaupt in der Öffentlichkeit stehe, so gesehen. Ich fände es auch doof zu sagen, ich bereue es, weil es ist einfach krass privilegiert und ich bin super dankbar dafür, was ich machen kann. Und mir macht es auch einfach super viel Spaß. Und deswegen, wieso sollte ich es bereuen? Ich habe time of my life doing what I do. Also so, wisst ihr, was ich meine? Ich habe nie das Gefühl, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr machen. Klar, ich habe auch mal Sachen, die machen mir Kopfschmerzen und dann bin ich mal genervt von irgendwas, aber so grundsätzlich habe ich immer wieder Lust, es zu machen und jeden Tag wieder Lust. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dann am Ende zu Erfolg führt, auch wenn ich nicht selber sagen würde, dass ich Erfolg habe, weil es geht immer mehr und so, keine Ahnung. So, das ist aber das ist im Vergleich zu anderen schon sehr viel. Ich bin eher so ein bisschen immer so eine Tiefstaplerin vielleicht. Ich glaube, viele haben gefragt, wie fange ich mit Social Media an und was mache ich, wie kann ich das machen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man aus seiner eigenen Intention anfängt und aus seinem Spaß. Ich habe angefangen mit Social Media, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich mache es immer noch, weil es mir Spaß macht. Und es ist gefühlt immer noch mehr mein Hobby als mein Beruf. Es ist eigentlich ein Hobby, mit dem ich Geld verdiene, so gesehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, aus ehrlichen Interessen damit anzufangen und nicht aus dem Interesse, damit Geld zu verdienen, weil das merkt man. Auch wenn man denkt, man merkt es nicht, man merkt es. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie da so wirklich seine Nische findet. Und ihr wisst ja auch, ich hatte eine Zeit lang ja, so ein bisschen struggles damit, wenn mir Leute nachgemacht haben, weil ich das Gefühl hatte, mir wurde so zum Teil so ein bisschen meine Persönlichkeit geklaut. Ich sehe immer noch zum Teil den Content und ich sehe immer noch die Parallelen, aber ich habe mich so ein bisschen davon abgrenzen können, weil ich mir gesagt habe, okay, ich als Person bin mehr als nur ein schönes Bild oder ein Oberteil oder ein paar Schuhe oder sonst was, sondern ich als Person auf Social Media bin ich im Kompletten, bin ich in diesen Videos, in den Videos, wo ich deeper werde, in den Videos, wo ich versuche, lustig zu sein und ich lasse mich nicht darauf reduzieren, wer mir was nachkauft oder wer mir was nachmacht, weil am Ende es ist irgendwo auch Sinn, dass jemand das nachkauft. Es gibt einen Unterschied zwischen ich kaufe das, weil Lotta das hat und ich mache Lotta einfach 1:1 alles nach und versuche damit auch Reichweite zu bekommen. Das war schwierig, weil ich natürlich mehr Reichweite habe und ich natürlich dann auch Verantwortung habe, darüber zu reden, wie darüber ich rede, so bliblablub. Aber man kann natürlich auch noch nicht immer seine Klappe halten. Aber ich habe für mich gemerkt, okay, ich bin ich mit allem drum und dran und nicht nur mit meinen Klamotten und nicht nur mit dem Materiellen. Und das zählt am Ende und das kann mir auch niemand nachmachen. So ein bisschen, da habe ich, glaube ich, auch für mich so eine gewisse Positivität oder so eine gewisse Stärke drin gefunden und nicht die Angst, dass mich jemand ersetzen könnte. Weil ich glaube, es war auch viel Angst einfach, dass ich ersetzt werden kann. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, okay,
ich werde vielleicht auf Social Media für mehr gemocht als nur für mein Aussehen oder nur für meine Klamotten, sondern vielleicht auch über das, was ich bin als Person, hat mir das so ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, so okay, das ist okay, dass Leute dasselbe machen oder dass Leute mir Sachen nachkaufen und versuchen, ähnlich zu sein, weil ich bin mehr als das. Und gar nicht in einem arroganten Sinne, sondern in einem Sinne von jeder ist unterschiedlich und das ist okay und jeder macht es anders und jeder ist am Ende nicht, man kann niemanden, es gibt keine Person auf der Welt zweimal, so ein bisschen so. Wie fake sind Influencer, deine Erfahrung? Also ich habe natürlich nicht so krass viel Erfahrung, weil ich nicht so mich in der Bubble aufhalte, weil ich weiß, dass diese Bubble sehr oberflächlich sein kann und ich damit nicht so gut umgehen kann und deswegen ich lieber sage, okay, ich halte mich lieber ein bisschen fern davon. Und ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass wenn ich da meine Kamera aufstelle oder mein Handy aufstelle und mich beim Kaffee machen filme, dann bin ich mir bewusst, dass meine Kamera da steht. Das ist nicht so, dass ich das nicht denke. Aber ich glaube, der Unterschied ist zwischen, ich mache meinen Job oder ich mache das, was ich mache und inszeniere mich am Ende oder ich bilde mir darauf aber nichts ein und dann halt dieses, ich bilde mir darauf was ein, was ich mache. Und das habe ich schon ein bisschen mitbekommen manchmal, dass man so merkt, so auf Events, so Leute gucken einen nicht mit dem Arsch an, weil die denken, sie sind was Besseres, weil sie einen vielleicht nicht kennen und weil ich glaube, es manchmal gar nicht darum geht, dass das Selbstbewusstsein oder so die Persönlichkeit so krass an den Followern ausgemacht ist, sondern einfach so, wie geil fühle ich mich, dass ich Follower habe. Wisst ihr, was ich meine? Weil zum Beispiel, ich möchte es nur als Beispiel nehmen. Ich war zum Beispiel auf ein paar Events schon, wo man Leute getroffen hat, die ich nicht kannte und die man dann so beobachtet hat, weil ich bin sehr oft immer einfach so da und beobachte die Leute, weil ich auch nicht so viele kenne. Und da waren Personen, die sich sehr krass aufgespielt haben, also die sehr selbstbewusst wirkten und damit Fotograf und blibablub. Und ich habe die angeguckt und dachte, Alter, die müssen ja so krass sein, Alter, die müssen ja Millionen von Follower sein, die haben, die sind so krass. Und das ist vielleicht auch meine Oberflächlichkeit, die da so ein bisschen mit reingespielt hat, dass ich dachte, okay, wenn die selbstbewusst ist und wenn die so sich für was hält, dann ist sie auch was. Und das heißt nicht, dass Follower jemanden ausmachen, aber so für mich war das so, oh mein Gott, die hat so viele Follower, die ist so krass, oh mein Gott, die ist so professionell, ich bin so klein und dumm und bliblablub. Und meine Stalker-Kenntnisse haben dann so die ein oder andere Person ausfindig gemacht oder vor allem diese eine Person. Und ich habe gemerkt, die hat so ein Viertel von meinen Followern, die ich auf Instagram habe. Und das heißt nicht, dass ich mich dann besser gefühlt habe, aber es hat mir so klar gemacht, so hey, wenn ich diese Einstellung haben will, dann kann ich auch diese Einstellung haben. Ich habe sie nur nicht, weil ich mir nichts darauf einbilde, ob ich Follower habe. Weil ich das eher immer so ein bisschen lachhaft, also ich finde es immer ganz lustig. Ich finde immer so, wenn irgendjemand so sagt, oh mein Gott, sie hat 260.000 Follower, dann sage ich so, sorry, ich habe 268.000 Follower. Aber eher so spaßhaft gemeint. Aber ja, das ist mir so klar geworden, so, okay, viele bilden sich darauf was ein, dass sie Follower haben. Viele halten sich für was Besseres, aber ganz viele halt auch nicht. Also ich kann euch sagen, ich habe schon ganz viele liebe Menschen getroffen. Ich habe auch schon liebe Menschen getroffen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich sie lieb finde, weil ich fühle nicht von jedem den Content. Also ich kann nur sagen, ich möchte darüber reden, weil es mir wichtig ist. Es ist mal die Aussage von wem gefallen, wenn keiner über dich redet, dann kannst du auch sterben gehen. Und ich finde, das ist die problematischste Aussage, die man sagen kann. Und ich finde es nicht okay, weil faktisch ist, nicht über jeden wird geredet. Über mich wurde auch eine Zeit lang nicht geredet. Und hätte ich sowas gehört oder hören das andere Mädchen, über die nicht geredet wird, dann ist das, kann das faktisch ein Grund sein, wieso sich Mädchen oder wieso sich Leute das Leben nehmen. Und ich finde, das ist eine Aussage, die nicht okay ist. Und nach so welchen Aussagen oder nach so welchen Sachen habe ich mir gedacht, so okay, weiß ich nicht, ob ich sowas so cool finde, wenn, ich weiß nicht, ob das so meine Person ist, wenn jemand sowas sagt. Und dann habe ich die Person in echt getroffen und die Person war die sympathischste Person, die ich jemals getroffen habe. Deswegen will ich auch sagen, so mancher Content oder manche Leute auf Social Media sind so gar nicht vielleicht euer Fall oder so und dann müsst ihr es euch eigentlich angucken, aber die können trotzdem sympathische, nette Leute sein und das ist, glaube ich, so krass zu sehen. Und manche Leute können ganz tollen Content machen und können unsympathisch sein. Also mich hat bestimmt auch schon mal jemand getroffen, der sich dann dachte, oh mein Gott, nee, die ist gar nicht so sympathisch wie auf Social Media, weil sie hatte vielleicht einen schlechten Tag oder sie, keine Ahnung, war vielleicht genervt oder keine Ahnung was. Ich habe auch nicht immer nur gute Tage und ich gab auch schon Fälle, wo ich gesagt habe, sorry, kein Bild heute, gerade bei Typen, weil ich immer denke, die wollen mich verarschen. Dann bin ich immer ein bisschen so, nein, weil ich irgendwie immer denke, wenn Typen zu mir kommen und ein Bild machen wollen, dann wollen sie mich verarschen.
wollten sie zum Teil auch schon. Also wirklich. Man muss auch immer unterscheiden können zwischen der Social-Media-Persönlichkeit und der Person in echt. Und das ist nicht immer dieselbe. Ich bin auch anders vielleicht ein bisschen in echt als auf Social Media. Also ich bin vielleicht sehr viel wortgewandter. Oder nein, ich bin vielleicht ja sehr viel harmloser in meiner Sprache. Also ich benutze auch Schimpfwörter, die ich vielleicht auf Social Media nicht benutzen würde. Und sowas einfach. So, wo man sich vielleicht dann im ersten Moment erschreckt, wenn man mit mir redet und nicht in jedem zweiten Satz Alter sage. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Unterschied, den ich so mitbekommen habe von Social Media und Influencer in echt oder Personen aus dem Internet in echt. Aber ich habe nicht so krasse Erfahrungen gemacht, weil ich mich einfach auch nicht so krass mit dem ich beschäftige mich auch einfach nicht krass mit der Bubble, weil ich finde, zum Teil ist es sehr oberflächlich und zum Teil ist es sehr, ja, auch strategisch geplant. Und das ist einfach irgendwie nicht so mein Ding. Und ich weiß nicht, ich möchte mich mit Leuten umgeben, die mich gut fühlen lassen. Und mich lassen einige aus der Bubble auch gut fühlen, aber ich fühle mich immer sehr klein neben vielen aus der Bubble und sehr unwichtig und sehr irrelevant. Und das ist immer kein schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man ist niemand, nur weil sich andere halt sehr aufspielen und man selber halt sich nichts drauf einbildet, wenn man weiß, was ich meine. Wie läuft das mit dem Management? Also ich habe mein Management so vor 2 Jahren bekommen. Ich bin total froh, dass ich an die gelangt bin oder dass, tja, ich in Kontakt gekommen mit denen, weil das sind total liebe Leute und ich verstehe mich sehr gut mit denen und wir haben ein sehr schönes Verhältnis, also dass man auch mal über andere Sachen sprechen kann und es alles so sehr locker ist und jeder ist immer erreichbar und man kann auch, ja, so sich gut austauschen und es ist eine schöne Zusammenarbeit und es ist sehr viel Zusammenarbeit, es ist sehr viel hinter den Kulissen miteinander sprechen und austauschen und das planen und hier machen und das absprechen und das aussuchen und das Freigaben und ändern und so. Das ist sehr viel im Hintergrund, aber mir persönlich hat es sehr viel Arbeit abgenommen und ich kann ehrlich sagen, ich wäre nicht an dem Punkt heute, wo ich bin ohne mein Management, allein schon finanziell nicht, weil man natürlich als Nichtswissender keine Ahnung hat, was man für eine Kooperation nehmen kann. Also ich kann euch mal nur als Beispiel sagen, für meine erste Kooperation habe ich 70 Euro bekommen. Das ist so hammerhardcore unter Marktwert gewesen. Das war unnormal. Aber ich hatte einfach keine Ahnung. Und sowas alles hat mir mein Management halt beigebracht. Und dadurch habe ich auch viel mehr Ahnung bekommen. Und ich würde behaupten, ich könnte jetzt jemanden gefühlt selber managen. Also nee, nicht ganz. Aber ich kenne mich sehr gut in der Bubble jetzt aus, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe und weil man halt super viel lernt über die Zeit. Und das hat schon seine Vorteile im Management. Und es gibt aber halt auch leider sehr viele schlechte Managements in der Branche, die einen abzocken, die nicht ehrlich sind, die nur auf das Geld aus sind, die, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, einfach nicht wirklich an dem Wohl des Content Creators interessiert ist. Und da muss man echt aufpassen. Ich habe schon einige Horror-Stories gehört. Ich habe zum Glück sowas nie erlebt, weil ich habe Glück gehabt. Ja, passiert. Bin ich sehr, also wirklich sehr froh drüber, weil das war ja so zwischen meiner Abi-Phase und so auch. Und hätte ich mich da noch mit einem schlechten Management rumgeschlagen, dann wäre ich, glaube ich, aus dem Fenster geflogen. Aber ja, es gibt auch sehr viele Scammy-Managements und irgendwie so, die nicht so richtig gut arbeiten. Und das ist immer schade, weil dann so der Creator am Ende drunter leidet und irgendwie, ja, das auch Auswirkungen dann auf den Content hat. Aber das ist schon, finde ich, was mir persönlich sehr weitergeholfen hat. Es ist aber, glaube ich, kein Muss. Also es gibt auch einige, die haben kein Management und es ist, glaube ich, auch voll fein. Für mich war es einfach so, weil ich keine Ahnung hatte und weil ich auch, ja, auch gar nicht die Zeit hätte, to be honest, das alles noch selber zu machen, weil es sehr zeitintensiv ist, das Ganze dahinter. Hat mir das sehr viel Arbeit abgenommen und da, jetzt haben wir so eine Gruppe und da schreiben wir immer alle rein und ja, tauschen uns da immer aus, haben unsere Calls. Gerade hatten wir erst unseren Call 1,5 Stunden lang und das ist irgendwie immer so ein ganz guter Mix. Weil es halt schon viel auch dahinter ist, was man beachten muss. Also allein schon dieses ganze Steuerthema, was auch, glaube ich, für viele nicht so klar ist. Aber wenn man anfängt, mit Social Media Geld zu verdienen, dann braucht man ein Gewerbe oder dann muss man das anmelden. Und das ist auch sehr kompliziert, weil das ist eine Selbstständigkeit am Ende und ich habe das nie gelernt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich hatte zum Glück eine Mama, die sich damit sehr gut auskennt und jetzt auch eine Steuerberaterin, die sich sehr gut damit auskennt. Wo ich so ein bisschen Hilfe habe, weil das natürlich auch sehr viel Verantwortung ist und sehr viel Geld ist auch, was da im Spiel ist. Und was, das darf man nicht unterschätzen, wenn man das anfängt, dass da wirklich auch einige Verantwortungen mit sich mitkommen. Aber ich liebe Social Media und ich liebe vor allem, dass ich mit euch teilen kann, so was in meinem Leben passiert und was mich beschäftigt. Und gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass
das so außergewöhnlich ist oder dass es so besonders ist, sondern genau, weil ich weiß, dass es so viele beschäftigt und weil man dadurch halt Leute erreicht, die mit den gleichen Themen strugglen und man erstens andere Leute weniger alleine fühlen lassen kann und gleichzeitig sich selber auch alleine weniger alleine fühlen lassen kann. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen so ein Egoismus, der auch mit reinspielt, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich gut fühle, wenn ich weiß, dass, oder nicht gut fühle, aber dass ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine bin mit meinem Problem und dass andere Leute mit denselben Dingen strugglen. Genau, ganz viele Fragen kamen auch zu diesem ganzen Event-Thema, was ja auch relativ groß ist. Man sieht immer wieder, ganz viele Leute sind auf Events, jetzt sind gerade alle beim Coachella und überall immer ist irgendwas. Ich persönlich bin halt gar nicht so viel auf sowas und deswegen, ja, denke ich mir manchmal so, mein Gott, wieso erleben alle anderen sowas Cooles und ich nicht? Aber ich muss sagen, dass ich auch Events gar nicht so gerne mag, weil es halt manchmal sehr oberflächlich ist. Ich persönlich bevorzuge eher so diese kleineren Events, also diese kleineren Events in kleineren Gruppen, aber dann halt für mehrere Tage, weil dann kennt man sich viel besser am Ende und man versteht sich viel besser am Ende. Und zum Beispiel bei dem Coca-Cola-Event war es am Ende wie so eine Klassenfahrt, weil wir uns alle so gut verstanden haben. Und bei diesem Ein-Abend-Event kann es halt manchmal ein bisschen oberflächlich werden. Aber das ist crazy, was man da erleben darf. Und ich finde, man sollte da viel mehr dankbar für sein und das viel mehr wertschätzen. Weil klar, du kannst dich beschweren, dass es jetzt eine anstrengende Reise war. Und ich beschwere mich auch manchmal, dass es anstrengend ist. Aber wenn man sich bewusst macht, dass sich wahrscheinlich 90% oder 99% der Follower darum reißen würde, sowas mal zu erleben, ist es einfach unfair, sich dann da so drüber aufzuregen oder sich abzufacken, wieso das jetzt so doof ist oder keine Ahnung, dass es nicht so cool ist, wie man dachte. Weil es halt einfach nicht selbstverständlich ist und weil das Erfahrungen sind, die nicht jeder machen kann in seinem Leben. Und das ist crazy, was man da ermöglicht bekommt, was auch so Brands möglich machen möchten. Und ja, das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es sehr viel Alkohol gibt. Und ich persönlich trinke auf Events nicht, weil ich mir denke so, okay, das ist mein Beruf. Beim Arbeiten trinkt man nicht. Und meistens ist es so, dass einem gefühlt schon am Eingang das Sektglas hingehalten wird. Aber es ist trotzdem immer crazy. Und es sind tolle Erfahrungen, die man da macht. Und es sind auch immer coole Leute, die man trifft, wenn man gerade so ein paar kennt. Ich gehe tendenziell immer nur auf Events, wo ich mindestens eine Person kenne. Und meistens kommt auch mein Management mit, weil wir nicht das so machen, dass wir alleine auf Events eigentlich gehen, sondern es kommt immer wer mit. Aber ja, es ist krass. Ich finde, also, ja, das sind Erfahrungen, die würde einem sonst niemand ermöglichen. Und das ist, glaube ich, was, was man einfach viel mehr wertschätzen muss, als man tut. Weil es halt irgendwie so selbstverständlich ist, in dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Würde ich euch raten, Social Media zu machen? Weiß ich nicht. Würde ich euch abraten? Auch nicht. Weil ich finde, es hat schon viele Vorteile. Aber es hat halt auch seine Nachteile. Und ich glaube, man muss so abwiegen, so was bin ich auch für eine Person? Und bin ich eine Person, die Sachen durchzieht? Weil Social Media ist auch ganz viel einfach kontinuierlich hochladen. Also ich lade seit 2 Jahren jeden Tag, nee, nicht jeden Tag, doch, jeden Tag was auf Instagram hoch. Oder seit 3 fast. Und 2-mal oder 1-mal die Woche ein YouTube-Video. Und das mache ich kontinuierlich, egal was für eine Woche ist. Ich habe nie einen Tag, wo ich keine Story poste. So. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die hören sich so unwichtig an, aber die sind am Ende total wichtig dafür, dass es funktioniert und dass man auch das weitermacht. Und wenn man da aber halt keinen Spaß dran hat und wenn man das nicht wirklich macht, wenn man Spaß dran hat, dann macht man es halt auch nicht richtig. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Man muss den Spaß dahinter haben und man muss eine Passion haben dafür, dass es funktioniert, falls ihr auch sowas machen wollt. Fangt an, Leute. Kauft euch eine Kamera und fangt an. Es ist cool. Vor allem könnt ihr gerade auf YouTube so cool euer Diary festhalten und alles festhalten. Und es ist nicht wichtig, wie viele Leute es sich angucken. Macht ein YouTube-Video, schickt mir den Link und ich guck's euch an. Ich guck's mir an. Und wenn ich der einzige Aufruf bin, dann habt ihr einen Aufruf und ihr kriegt sogar ein Abo und einen Kommentar. Weil jeder kann damit anfangen. Ich weiß, nicht jeder hat da Lust drauf und nicht jeder hat vielleicht auch so langfristig Lust drauf, aber es ist sehr cool, wenn man es macht. Und man darf sich nicht so beeinflussen davon lassen, war das ein Satz, was andere sagen oder ob andere lachen. Weil am Ende, ich kann auch über dich lachen, wenn ich will. Mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber wenn du über mich lachst, dann bist du einfach nur hobbylos. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen als Einstellung nehmen. Auch wenn es scheiße ist, wenn andere über einen lachen. Weil über mich wurde am Anfang auch gelacht. Und ich werde manchmal immer noch nicht ernst genommen, wenn ich das Leuten erzähle. Und mir fällt es manchmal immer noch schwer zu sagen, hall, das ist mein Beruf, ich arbeite jetzt. Ah, sorry, ich kann nicht, muss arbeiten. Weil es, man denkt nicht, dass es Arbeit ist, aber es ist am Ende Arbeit. Es ist nur eine andere Art von Arbeit und es ist vielleicht auch für mich weniger Arbeit, weil es sich so gut anfühlt und weil ich so viel Spaß dran habe und weil ich irgendwie so ein bisschen eingeblößt bekommen habe, Arbeit darf nicht Spaß machen. Aber meine Arbeit macht halt Spaß, deswegen kann das Arbeit sein. Wisst ihr, was ich meine?
Aber ja, das waren meine Themen zu dem heutigen Gedanken. Nein, das war falsch. Das waren meine Gedanken zu dem heutigen Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne, falls ihr noch Fragen habt, was in die Kommentare oder auch ja, generell, falls ihr Gedanken dazu habt, rankt eure Plattform. Sagt mir, welche eure Lieblingsplattform ist und welche Plattform ihr am meisten hasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit einem sehr coolen neuen Video. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, tschüss.